Tag Nummer 7. Was machen wir? Geht im Norden auf Bali und dort das Hotel bucht für eine Nacht. Was können wir machen? Wasserfälle anschauen. Ja, das wäre es. Lovina Beach vielleicht. Okay, ciao. Was sind wir da? Wir sind beim Pratam. Pratam? Lake Piratan Temple. Jetzt geht einen Weg suchen, wie wir rein können, ohne zahlen. Nein, wir gehen jetzt zahlen. Ja, zahlen wir halt. Also wir klettern jetzt drin. Das kostet eh nichts. Ja, vielleicht schon. Ja, wow. Ich glaube, schon. 3 Franken oder was? Nein. Ja, das hat 2 andere Bögen. Ja, ja. Die Karte da sieht man recht gut aus. Wenn ich Abdruck hast von der Maske auf der Backe. Asyl, wie teuer ist es? 75k. 5 Franken 23. Man, das ist jetzt wirklich das teuerste Ticket. Und ich jetzt halt damit abstand. Jo, jo, jo! So sieht es aus. Wo ist der hohe Turm? Da ist ein klein. Da links. Alter, so hoch. Sicher schon. Das ist immer größer. Nein, das ist der. Den Pack habe ich jetzt noch bezahlt. Alter, für 75 hätte ich erst mal Durian kaufen. Komm, immer schnell. Dann kann ich wieder Durian abmerken, oder? Ja, aber du bist ein richtiger Zigeuner. Hey, ist echt wirklich so klein, der Turm. Also ja, das ist jetzt der Turm da vorne. Im Echt ist natürlich alles immer kleiner als im Nächsten. Hä? Ja, das hier ist ein Star, oder? Jeder wird heute machen mit ihm. Ah, das hier, was ist das da? Ja, das ist irgend so eine Skate, wo alle ihre Insta-Picture machen. Jetzt muss ja, anstehen. So ist es eigentlich in echt. Man muss anstehen. Lecker, Ben. Ja, Sirl, was machst du da? Bist du eine Frau oder? Bist du noch nicht konvertiert? Und Cyril, wie gefällt es dir da? Sehr gut. Nein, ist wirklich schön eigentlich. Also vergleichen mit Borbodur, wo erstens mal verdammte Touristen hast und 500'000 oder so kostet. Für 20'000 kannst du eigentlich nichts sagen. Bloß hast du noch so eine geile Rock da. Wo wahrscheinlich wieder zurückgehen, aber trotzdem. Und ja, wir sind glaube ich die Einzigen, oder? Ich habe noch keinen Mensch gesehen. Wir sind die Einzigen da. Und das ist eigentlich mega ein schöner Park. Wie viel hat es gekostet? 10'000? Nein, 20'000, ja, ist eigentlich nichts. Ein Franken 20, also ich finde das wirklich nichts und das ist wirklich ein mega schöner Park. Und da jetzt auch das Tor, aber da ist kein Mensch und man kann gut Fotos machen. Ich muss nicht anstehen wie beim anderen.
Also da ist echt empfehlenswert. Wie heisst es da? Na super. Das ist nicht zu viel. Da hat echt keine Aussicht da. Name? Brahma. Arama. Vihara. Okay, wir schreiben es nachher. Da in Pflanz. Ja. Da vorne kann man auch noch rein. Da gehen wir vorne links durch, wenn wir nicht nochmal steigen. Das ist alles Gold. Gold, Energie, absaugt vom Universum. Und dann durch das Gold in den Kopf leitet. Aber nur Frauen, Männer nicht. Männer sind Knechte, die Frauen sind die Schöpferwesen. Erzähl, was ist passiert da? Also am 9. Juli ist es eröffnet worden eigentlich. Und am 16. Juli ist es kaputt gegangen durch ein Erdbeben, Stärke 5,6. Ciao! What remains is the foundation of the foundation. Checken jetzt mal. Was haben wir da, Cyril? Tempeh mit Tofu und Curry. Es schmeckt schon mal sehr, sehr hart. Dann haben wir hier noch Reis. Nebendran also Gemüse. Keine Ahnung, was es genau ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es Ei dran hat. Ja. Nüsse haben wir auch noch gratis, aber die wollen wir eigentlich nicht. Und dann haben wir natürlich noch Sweet Potato Fries für den Franken. Das ist ganz wenig kostet. Ich glaube, das kostet 35. Das sind 2 Franken. Ja, das kann ich auch sagen. Sagen wir 3 Franken, 1 Franken. Also auf dem Tisch kostet 4 Franken. Oh shit. Und wie heißt der Stand? Etwas mit Schumarei oder so etwas. Zum Essen? Das ist sehr verschissen. Nein, eigentlich ist es gut, aber es gehört nicht wirklich viel Geschmack. Es ist auch überhaupt nicht scharf. Ich glaube, ohne Kokossoße gemacht worden. Aber eigentlich ist es schon noch gut. Und vor allem das Wichtigste? Für die Massephase? Nein. Das ist viel. Es hat recht viel Essen gegeben. Viel Tofu, viel Tempeh. Also sehr viel lang. Aber das Curry selber, die Soße ist, naja, schon besser als es geht, definitiv. Aber die Musik ist noch schön. Ich würde wieder da nachkommen, wenn ich jetzt gerade in der Nähe wäre. Ja, es gibt auch nicht viel mehr da in Lovina. Okay, nachher gehen wir heim und dann ja, haben wir es gesehen. Noch 20 km heimfahren, etwa eine Stunde heimfahren. Ja, genau. Ja, Silber. Ja. Das ist 1,5 Kilo Mango. Das ist so groß wie der Kopf, heftig anders. Ja, das ist klein. Aber das ist ein Pilz, Mann. Teuer als Durian. Nein, ein Liter. 30. Wie viel ist das? 2 Franken knapp. Ist schon teuer für 1,5 Kilo. Hey, erzähl mal. Ja, was denn, Mann? Jetzt gibt es zuerst mal Papaya, oder? Und dann gehen wir zum Aling Maling Wasserfall. Und gestern? Gestern? Ja, gestern war es auch geil, beim Heimfahren. In der Nacht sind wir irgendwo heimgefahren, über einen geilen Feldweg. Da habe ich zuerst fast eine Schlange überfahren. Die verrückten Hunde. Und dann hat es überall die scheiß Hunde gehabt, die uns halb angegriffen haben. Mann. Und wir sind über den Feldweg gefahren. Ja, wir sind über den Kackfeldweg gefahren. Wo es so eine breite Bank hat, in der Mitte jetzt so Gras halt gehabt und auf der anderen Seite wieder so ein Teil. Aber wir konnten halt nur auf einem fahren. Dann ist ganz wie so. Okay. Also wie? Und dann der Idiot wird fressen. Ja. Nein, er fressen fragen, aber fast. Ja. Und es ist geil gewesen. Machen wir sicher wieder mal. Nicht. Ja, Silber, was immer? Second Pool. Ah, das ist jetzt Second Pool. Sicher. Schon? Ja, Alter, weißt du, wo wir sind? Wo sind wir? Ja, eben im Second Pool. Und? Spannend? Nein, scheiße, Mann. Du hast bis 20.000 zahlen, um reinkommen. Aber du darfst nur oben schauen. Und wenn du 125.000 zahlst, dann. 180.000 oder so, ne? Nein, 120, glaube ich, oben. Und 100 oder 200.000 könntest du noch irgendwo rundherum laufen. Ja. Einfach also, verdammt, einfach plain God. Was meint ihr eigentlich, wer die sind? Das hier ist sehr verrückt, wie man sieht. Zum da runterfahren, nein, ich bin nicht verrückt, aber es ist einfach traurig irgendwie. So, was haben die Leute das Gefühl? Ja. Donation oder so, wer immer willkommen, könnt ihr spenden oder so. Aber ja, willst du spenden? Nein. Eben, siehst du. Doch, würde ich. So müsst ihr das Ding verlangen. Das würde ich schon. Wahrscheinlich. Es lohnt sich nicht zum... Ablaufen. Also keine Ahnung, ich würde jetzt anschiessen zum Ablaufen, darum... Ja. Es ist gerade gut gewesen da jetzt. Es kommt jetzt gerade regnen. Ja, jetzt gehen wir wieder. Ich glaube, wir haben es nicht mehr. Ja, wir sind jetzt hier gerade irgendwo... nirgendwo, ehrlich gesagt. Weil ja, es hat angefangen zu regnen, darum haben wir uns anhalten. Wir haben jetzt ein paar Rambutan und das geht ich, weil der Joel ist irgendwo dort hinten gegangen. Und zwar müssen wir gehen kegen. Ja, ich glaube, er wird jetzt sicher wenig nass, weil es pisst wenig. Ist geil.
Ja, da kommt er auch schon. Und wie ist es? Sehr geil. Ja, super. Sehr, sehr hart. Ja. Alter, ist dann. Hallo Vater. Hallo Vater. Fein. Oh ja. Das Wetter wird mal gut, immer.